Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch 5 super Tricks für euer iPhone. Als erstes geht ihr in die Einstellung. Wenn ihr in der Einstellung seid, geht ihr unter Punkt Batterie. Wenn ihr unter dem Punkt Batterie seid, geht ihr unter Punkt Batteriezustand. Da seht ihr dann euren Batteriezustand. Bei mir ist es 100%, bei euch vielleicht ein anderer oder auch 100. Empfehlenswert wäre Laden der Batterie. Das hilft auf jeden Fall eurem iPhone, die Batteriekapazität bei 100% oder auf den Punkt zu lassen, den ihr habt. Als nächstes gehen wir dann zu den Kameraeinstellungen. Da geht ihr dann weiter runter, geht unter den Punkt Kamera. Da könnt ihr sehr vieles einstellen. Gehen wir erstmal auf Video aufnehmen. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, bei euch vielleicht anders da, von 720p bis 30 FPS bis zu 4K 60 FPS. Hier unten haben wir dann noch zum Beispiel die PAL-Formate. Das bedeutet, dass wir dann zum Beispiel 4K mit 25 FPS und 1080p mit 25 FPS haben. Wer zum Beispiel ein iPhone 12 hat, kann auch das HDR-Video anschalten. Das nimmt dann zum Beispiel in 10-Bit mit 60 bis zu 60 FPS in Dolby Vision auf. So, kommen wir zum dritten. Das dritte ist zum Beispiel die Bewegung reduzieren. Da geht ihr dann wieder hoch, geht in die Bedienungshilfen unter Bewegung. Und da könnt ihr dann zum Beispiel Bewegung reduzieren anschalten. Das macht dann euer Handy schneller. Wenn ihr zum Beispiel rausgeht, butsch, seid ihr da. So. Wenn ihr wieder dann das ausmacht, ist es dann wieder normal, so dass ihr dann wieder rausleitet. So, gehen wir zu dem nächsten Punkt, euer iPhone lauter machen. Wenn euer iPhone für euch zu leise ist, könnt ihr ganz einfach nach unten gehen, unter dem Punkt Musik, geht dann ganz einfach auf EQ und da könnt ihr dann einstellen. Ich habe zum Beispiel mehr Bässe drin, aber für lauteren Sound ist auf jeden Fall Late Night das Beste. Also merkt euch, Late Night. Ich habe mehr Bässe, weil es mir besser gefällt. Und der letzte Punkt ist die Tastatur. So, wenn ihr zum Beispiel in WhatsApp oder Notizen oder irgendwo seid, schreibt ihr normalerweise mein Name ist Punkt, Punkt, Punkt als Beispiel. Aber ihr könnt es viel schneller machen, wenn ihr einfach lange drauf drückt und schreibt mein Name ist und Punkt, Punkt, Punkt ist eben gleich, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt einfach über die Tastatur rüberwischen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Das waren meine 5 Tipps fürs iPhone.